So, und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. So, Finty ist aufgestiegen. Und Wiederbelebung. Ja, ich brauche einen zweiten Medic. Wir haben es ja gesehen. Die bleiben nicht lange im Dienst. Und Jumpy ist aufgestiegen. Kaliber LP, das tut mir wirklich leid. Okay, Major, Überlebenswille. Reduziert alle erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Und Josh steht auf Nahkampfspezialist, feuert einen Reflexschuss auf jeden Gegner, der sich auf 4 Felder nähert. Feldposten wird nicht benötigt. Und das ist, lasst sie kommen. Fügt kritische Treffer nach einem Bonusschaden noch einen Bonusschaden hinzu für jeden Gegner, Fügt kritische Treffer noch einen Bonusschaden hinzu für jeden Gegner, den der Trupp sehen kann. Nee, Nahkampfspezialist. Bist noch 8 Tage verwundet, das ist... Ja... Kaliber LP ist gefallen. Eine Schande. Okay, Scharfrichter. Und zwar Chrononit steigt auf zum Captain. Bringt 10 Zielsicherheit gegen Ziele mit weniger als 50% Gesundheit. Opportunist. Entferne die Zielverschlechterung beim Reflexschuss und ermöglicht ihm kritischen Treffer. Mach mal das. Okay, also 7 und 8 Tage sind Chrononit und Josh verwundet. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Hyperwellenkommunikator. An einem lebenden Alien können wir viel mehr Experimente vornehmen als an einem toten Exemplar. Verhör Sektoiden Anführer. Drohne Autopsie. XCOM hat die Alien-Basis in Europa erfolgreich infiziert und ausgeschaltet. Die Panik hat sich weltweit um 2 abgeschwächt. Geil! Wir bleiben in Kontakt, Commander. Forschung? Forschung ändern? Ich habe Schwierigkeiten zu verstehen, wie eine so hochentwickelte Spezies so wenig Mitgefühl für andere... Oh, naja, ich hätte vielleicht ausreden lassen sollen. Ja, daraus wird nichts. So, in 4 Tagen liegt der Forschungsbericht dann vor. Gegenstände bauen. Satellitenzielhilfe, nein. Den Schwarzmarkt. So. Beschädigt. Alien-Chirurgie. Hat keinen Forschungssinn, kann daher frei verkauft werden. Perfekt. Alien-Stasiskammer hat keinen Forschungssinn. Jawoll! Ein Fehlalarm. Wahrscheinlich nur ein weiterer betrunkener Pilot, der auf einem Langstreckenflug eingeschlafen ist. Die Subjekte hat auch keinen Forschungswert. Und das hat auch keinen Forschungswert. Das ist super. Money! Wir sind wieder flüssig. So flüssig, wie wir schwimmen im Geld. Erstellen. Chitinpanzer. Plasmapistole brauche ich 20 Ingenieure für. Wow. Ja, nein, warum stelle ich 2? Ich wollte eigentlich nur 1 herstellen. Ich bin vielleicht blöd. Kaserne. So. Jumpy. Du bekommst deinen schweren Laser. Das Ding sieht nett aus. Nanofaser. Alien-Granate. Nee, bleiben wir lieber bei der... Obwohl... Ja, doch, bleiben wir dabei. So, dann Mr. Finty. Du kriegst eine Plasmapistole an den Gürtel. Du nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du auch nicht. Du nicht. Du nicht. Du nicht. Du bekommst eine Plasmapistole an den Gürtel. Ach, warte. Klar, du bist verwundet. Du brauchst es nicht.
Okay. Individualisierung. Nee, das brauche ich eigentlich nicht zu ändern. Wo? Nein, ich brauche nichts mehr ändern. Ich habe gerade noch mal gecheckt, ob ich eine E-Mail bekommen habe vielleicht. Aber wir brauchen neue Soldaten. Die brauche ich dringend. Lagezentrum. Nein, gar nicht. Technikerteile und Einrichtung bauen. Sollte ich hier ein Labor bauen? Nicht genug Geld. Oh. Na, ich spare jetzt auf ein Satellitenkontrollzentrum zusammen. Nein. Einsatzleitung. In 3 Tagen kommt der Ratsbericht ein. Eingehende Übertragung. Ertrage verschlüsselte Daten. Übertragung entschlüsselt. Ausgezeichnete Arbeit, Commander. Der Rat ist erfreut, dass sich unsere Unterstützung für dieses Projekt gelohnt hat. Wir hoffen, dass die derzeitigen Erfolge erst der Anfang einer dauerhaften Bemühung sind, die außerirdische Bedrohung auszuschalten. Ich habe einen Ingenieur bekommen und 3 Wissenschaftler. Denken Sie daran, wir behalten Sie im Auge. Ups, das habe ich dummerweise weggeklickt. Forschung. Forschungsbericht. Codename Voynich. Dieses Exemplar hat eine außergewöhnlich klare Zellstruktur im Gehirn, verstärkt durch eine Reihe kybernetischer Implantate, die bereits kurz nach seiner Geburt eingepflanzt worden sein müssen. Aufgrund der ungewöhnlichen Fähigkeit dieser Gefangenen im Gefecht unter Beweis stellte, waren wir während des Verhörs besonders vorsichtig. Beweise für telekinetische Kräfte in einem bislang unvorstellbaren Größenordnung sorgten für viele Mitglieder des Forschungsteams für eine gewisse Scheu, sich dem Testobjekt zu nähern. Wir hatten nur wenig Erfolg beim Versuch, neue Informationen direkt vom Gefangenen zu bekommen. Dafür haben wir herausgefunden, wie er mit dem rätselhaften Gerät interagieren konnte, das wir in den Alien-Stützpunkt gefunden haben. Außerdem konnten wir die Implantate in seinem Körper genau untersuchen, was auch zu einer unerwarteten Durchbrüchen in der Forschung führen dürfte. Neuer Gegenstand verfügbar. Psi-Labor. Drohnenautopsie. Hyperwellenkommunikator ist Priorität. Ich denke mal, das hat noch ein bisschen Zeit. Erstmal sollte ich den NAV-Computer hier erforschen. Ich weiß Ihre Unterstützung für das Forschungsteam zu schätzen, Commander. Die Neuzugänge sind im Labor schon bei der Arbeit. Nichts wird sein wie vorher. Unsere Arbeit hier, die Übernahme der Technologie einer feindlichen Macht, beschleunigt die wissenschaftliche Entwicklung der Menschheit um Generationen. Wir können diese Waffen, diesen Missbrauch der Wissenschaft noch immer für einen besseren Zweck nutzen. Der Preis war hoch. Aber unsere Bemühungen waren nicht umsonst. Gut gesagt. Schweren Laser. Will ich davon noch einen herstellen? Commander, unsere derzeitigen Satellitenkontrollzentren sind voll ausgelastet. Laserkanone. Wir sollten so bald wie möglich weitere bauen, um mehr Satelliten einsetzen zu können. Stell mal einen her. Ingenieure 10. Commander, jetzt wäre eine Gießerei hilfreich, um die neuen Waffen und die Ausrüstung noch effektiver zu machen. Ich empfehle, eher früher als später mit dem Bau zu beginnen. Warte mal, Hangar, Schiffsliste ansehen. Bei der Auswahl eines Flugzeugs im Hangar können Sie die Waffen entsprechend unseren Anforderungen anpassen. Umrüstung dauert 1 Tag. So, der NAV-Computer der Aliens. Wir hatten Gelegenheit, dieses Gerät in
Grenzen zu untersuchen. Wir haben entdeckt, dass sich eine Art verschlüsselte Alien-Daten enthalten, aber sie sind auch in einer internen Energieversorgung ausgestattet, die bei ihrem Erlöschen jeden Zugang zu dem Gerät sperrt. Die einzige Art, wie wir uns heranlassen können, war, die interne Energieversorgung durch ein grob zusammengelötetes Interface umzulenken, das alle Abschaltungssequenzen umgeht. Die Alien-Daten erwiesen sich allerdings als noch größeres Hindernis, da wir es hier mit einem Programmiersprache zu tun haben, die nicht das geringste mit dem gemeinsam hat, was wir unter Programmieren verstehen. Zum Glück ist das Forschungsteam recht fähig und so setzen wir schnell eine Gruppe unserer besten Analytiker auf dieses Problem an. Wir konnten bereits die ersten Muster in außerirdischen Verschlüsselungslogarithmen erkennen und kleine Informationsbrocken herausfiltern, die wir unsere Forschung einfließen lassen. Satellitennexus. Dieses Signal von einem Team Ingenieure überwacht wird, kann jedoch Satellitennexus die Signale von 4 XCOM-Satelliten empfangen. Verbundsbonus plus 1 zu den Satelliten für jedes direkt angrenzende Kontrollzentrum. Okay. Leichtes Plasmagewehr. Ich denke mal, das ist sinnvoll. Warte mal. Wieso habe ich jetzt nur noch 10 Ingenieure? Verliere ich etwa Forschung? Hä? Hier bauen wir ein Satelliten-Nexus. Erstmal so eins. Da kann eine E-Mail rein. Okay, dann baue ich da... Nein, warte. Abbruch. Bist du sicher, dass du dieses Projekt abbrechen willst? Ja. Kraftwerk. Baubeginn. Werkstatt. Baubeginn. Labor kann ich gerade nicht bauen. Na gut. Ich habe eine E-Mail bekommen. Weiter gehen wir hier. Also gut, dann baue ich es, weil das Kraftwerk fertig ist. Okay. Aus Deutschland. Abfangjäger starten. Los geht's. Bereit für Nahkampf. Wir nähern uns dem Ziel. Abfang-Einsatz-Statusbericht. Abfangjäger hat das Ziel UFO abgeschossen. Überwachung meldet Bewegung der Aliens an Abschussstelle. Abfangjäger wurde zusammen schwer beschädigt. Verdammt. Scavenger losschicken. Okay. Wir haben Tomo Renta. Bearbeiten, individualisieren. Nachname. So. Jetzt stimmt das. Bewaffnung. Haben wir nicht einen schweren Laser für dich hergestellt? Nee, du bist Unterstützer. Soldat Martinez. Schon wieder ein? Nee, warte, der hat ja überlebt. Oder? Ach. Lieutenant Perkins. Unterstützer. Nee, Finti ist das. Oh Mann. Dann wir halt den schweren Laser. Wir haben... Laserscharfschützengewehre. Auch wenn ich mir selber noch nicht ganz klar bin. Reichweite weit. Basisschaden 6. Kritischer Schaden 30%. Okay, es ist besser. So viel steht fest. Aber nee, da kann ich noch nichts machen. Beim Sturm hier.
Ich habe zwei Scharfschützen, zwei Unterstützer, einen Sturm und den Schwer. Okay. Einen Moment. Ja, Einsatzstart. Wir haben Sichtkontakt mit dem Einsatzort. Gehen runter. Beginne den Angriff. Unser Zielgebiet liegt nahe der deutschen Grenze. Anscheinend sind die Aliens in einem dünn besiedelten Gebiet abgestürzt. Sollte es dort Zivilisten geben, halten sie sich hoffentlich fern. Okay. Ein Standardeinsatz. Central, hier spricht Big Sky. Keine Feindberührung beim Vorrücken auf die Absturzstelle. Strike One ist bereit, das Raumschiff zu sichern. Verstanden, Big Sky. Strike One hat die Erlaubnis zum Stürmen. Ich denke, ich bin jetzt gemein und sage, ich bedanke mich fürs Zusehen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.